Ey, yo Leute, was geht? Freut mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu Okami HD. Ja, seht ihr auch gerade, ich habe die neue Waffe angelegt, ne? Wie heißt denn nochmal? Die Exorzismusperlen, ne? Die haben wir ja gegen im Kampf gegen Pesthauch gekriegt. Der hatte ja den König befallen. Ne? Im letzten Part haben wir ja auch mit dem König mal so ein bisschen geredet. Und ja, haben halt auch mitgekriegt, dass hier so ein bisschen Leid tut. Und haben auch mitgekriegt, dass er Dämonenzähne sammelt und uns dafür auch Klamotten verkauft. Und er hat auch einige gute Sachen dabei, ne? Ja, dann haben wir auch noch die im letzten Part am Ende ja von Kaguya sowas gehört. Die hat sich so ein bisschen dran erinnert, ne? Bruchstücke, ja, Erinnerungen kehren langsam zurück, ne? Das königliche Siegel unter einem Dampflussheim in der Sasa-Zuflucht, ne? Das wäre mehr oder weniger dann halt unser nächstes Ziel normalerweise. Aber, naja, gucken, Bestiarium, genau, hier, Pesthauch, das ist die böse, blutsaugende Verkörperung der Wesenheit, Goldnagel, die Invasion des Körpers des Kaisers macht ihn zum Bösewicht beim Befall der Hauptstadt mit giftigen Nebel, er besitzt viele Angriffsfähigkeiten, zitternd, bevor er angreift. Ist seine Schwertkunst so schnell, dass sie nicht zu sehen ist. In einer nebligen Nacht werden seine Bewegungen vielleicht sichtbar. Naja. Aber da war eigentlich ziemlich einfach, ne? Was haben wir denn hier? Die Hahnenstatue. Einer der 13 Sternzeichen-Schätze hat ein lustiges Aussehen. Na jedenfalls, als nächstes habe ich erstmal vor, die ganzen Bäume anzupinseln. Ich weiß nicht, ob ich das schon mal erwähnt habe. Ach, ey. Es ist doch schon wieder ein bisschen her, seit ich die letzte Folge aufgenommen habe. Nee. Nee. So, die Bäumchen da drinnen hatten wir, glaube ich, nicht? Ja. Die haben wir. Gut. Ich denke mal, der eine. Was ist der denn jetzt? Das war nicht Mandarine. Nee. Ja. Gucken, was haben die jetzt irgendwas Neues zu sagen? Das ist ganz schön hartnäckig. Nicht wahr, Kleffer? Aus welchem Grund aus auch immer du Flucht. Der Fluch scheint gebrochen zu sein, aber es gibt immer noch eine finstere Präsenz an der Ryoshima-Küste. Aber wir werden nicht erlauben, dass es Königin Miku auch nur, an Haar gekrümmt wird. Nein, wir Wachen werden nichts Böses an sie heranlassen. Mann, Himikos, Leute hören sich alle wie Papageien an. Vielleicht können sie sich dem Übel dieser Monster entgegenstellen, aber ich wette, gegen die Pinseltechniken der Götter haben sie keine Chance. Stimmt eigentlich. Wir könnten jetzt mit unserer Verlangsamungstechnik könnten wir jetzt mehr oder weniger da rein. Naja. Aber ich will erstmal. Ein guter Sonnenaufgang ist, aber ich wollte eigentlich nur den Raum anpinseln. Ja. Ja. Mal gucken an. Habe ich noch was übersehen? Noch ein Klee. Ja. Oh, Mann. Naja.
Jedenfalls, wie gesagt, wie ich gerade sagen wollte, ich will jetzt halt erstmal alle Bäume anpinseln. So, hier hinten war, glaube ich, nichts mehr, ne? Ne. Ja, gut, die Katzenstatue, ja. Aber da kann ich halt jetzt noch nichts, wie gesagt, da kann ich jetzt noch nichts mitmachen. Ne? Ach, hier. Das ist ein Haus. Da kommt man vorher auch noch nicht rein. Okay. Hier war ja so eine kleine verfluchte Zone. Schauen wir noch mal, was da drin ist. Okay. Okay. Mhm. Ich habe keine Entschuldigung. Ich war total überrascht. Und war unvorbereitet. Es ist unvorstellbar, dass wir zu so einer Zeit verflucht waren. Ich fühle mich so erniedrigt. Ich habe Schande über meine Familie gebracht. Ich muss zur Wiedergutmachung meine Anstrengung beim Wache schieben verdoppeln. Halt, wo kommst du denn her? Gekrochen, du. So verseuchte Bestie. Nun, was denkst du? Ich probiere mein neueste Wachverhalten aus. Im Augenblick ist die Sicherheit wirklich gut. Bei Königin Himikos Palast. Du solltest dort lieber nicht zu viel umhängen. Naja. Okay. Oh. Naja. Okay. Das hatten wir aber, glaube ich, schon gehabt. Hallo, Hütchen. Was bringt dich an so einen öden Platz wie diesen? Hier ist nur der Wachraum für Königin Himikos Palast. Hier gibt's nichts, das für dich von Interesse wäre. Doch, ein Schatz war schon mal hier. In letzter Zeit ist hier alles wirklich chaotisch geworden. Die Leute im Osten erzählen von einem achtköpfigen Monster. Und das ist nur eines von vielen verrückten Dingen hier in Ryoshima. Aber du siehst unglaublich gelassen aus. Ich wünschte, das wäre ich auch. Ja. Okay. Die Leute sagen, dieser Ort unter irgendeinem Flug stand. Es war, als ob ich die ganze Zeit über einen schrecklichen Albtraum gehabt hätte. Es war schrecklich. Die Ryoshima-Küste war vom Bösen umhüllt. Ich bin ganz starr vor Angst, wenn ich nur daran denke. Ich muss mir die ganze Zeit sagen, dass es nur ein böser Traum war. Da gehen wir doch erstmal nach Himiko. Wir brauchen ja sowieso noch die Erlaubnis, durch das eine Tor gehen zu können. Naja, gut. Passiert nichts weiter. Okay. Ja, naja. Sieht jedenfalls so aus, als wäre da alles. Was hätten wir da alles? Hier haben wir noch eine Steifhaussacke. Naja. Nur, ja. Upsa. Hier haben wir noch einen Klee. Zum Ausgraben. Ja. Ansonsten. Liegt mir was drinnen? Nee, ne? Nee. Nicht danach aus. Da ist eine Kiste, die habe ich ja gar nicht gesehen. Ah, ja, aber ich glaube, hier war auch die verfluchte Zone. Ja. Nächster Baum. Mal gucken, hat da jetzt irgendwas Neues zu sagen? Walzer Wolf. Das Lächeln ist in die Gesichter der Leute zurückgekehrt. Aber das bedeutet nicht, dass der Schmerz aus unserer Welt verschwunden ist.
Ich werde mich nun von meinen Reisen ausruhen. Hier werde ich meine heiligen Verse rezitieren. Für die Lebenden, die Schmerzen haben und die Toten, die gelitten haben. Unsere Pfade mögen vielleicht unterschiedlich sein, aber unsere Prinzipien sind die gleichen. Möge Buddha dich erleuchten. Möge Buddha dich erleuchten. Okay. Oh. Aber gut, dass ich mich hier umgeguckt habe. Oh. Müssen ich noch ein Räuchergefäß drinnen extra gemacht für bla bla bla. Ja. Wie oft da. Ja, ansonsten sieht nicht so aus, als wäre hier noch was. Nee. Gut. Dann haben wir den Bereich wenigstens fast abgehakt. Das Bäumchen haben wir auf. Und das kleine Mädchen darf wieder draußen spielen. Das hatten wir schon gehört. Aber ich meine, hier drin war noch was. Ja, keine Ahnung. Ich meine, hier waren noch zwei Bäumchen. Nö, aber dass die sich nicht wundern, ne? Wieso auf einmal die Bäume wieder blühen? Sieh an. Es passiert nicht jeden Tag, dass mich ein Hund besuchen kommt. Was ist, Kleiner? Bist du hungrig? Oder bist du vor dem Chaos an der Yoshima-Küste geflohen? Ich habe leider nichts für dich, aber du kannst lange bleiben, wie du möchtest. Ein dreckiger Hund in meinem lieblichen Heim? Geh weg von mir! Du flohzerfressener Hund! Hier ist kein Ort für jemanden wie dich! Naja. Nee, ich weiß nicht. Wollen wir es erstmal ausprobieren? Ob wir jetzt da reinkommen? Bevor wir weitergehen? Das Haus sieht auch irgendwie ganz komisch aus. Naja. Hä? Ja. Zwei Striche, ne? Ja. Meine ich doch, wir kommen hier rein. Jetzt will ich nochmal kurz gucken. Mach nochmal kurz Nacht. Ob hier jetzt noch irgendwas ist während der Nacht. Ja, sieht nicht danach aus. Noch zwei Kriege. Hutscher. Na komm. Hallo? Meine Herren, ja. Tatsache, hier ganz hinten ist noch eine Kiste. Mit einer Perle. Naja. So, aber nicht das. Das ist ja nicht das, was ich suche. Wir suchen ja so ein bisschen vergrabene Schätze. Wenn man nur bei Nacht sieht.
Naja gut, das ist nun Klee, den hätte man auch während des Tages gesehen. Ja, gut, dann würde ich mal sagen, gehen wir im nächsten Part mal in den Palast, ne? Ich weiß nicht, ob wir da jetzt schon was machen können, da muss ich mal gucken. Ne? Hier rauf kann ich kurz noch gehen. Oh. Gut. Das. Ach, guck mal an. Nochmal ein göttliches Amulett. Okay. Was ist das für eine riesige Kiste, sag mal? Mhm, ein Kristall. Naja. Nö, ja, ansonsten scheint hier nichts zu sein. Ach ja. Naja, komm, kurz draußen können wir uns kurz noch umgucken. Aber dann ist wieder Schluss für heute. Hier ist noch was. Noch ein heiliger Knochen. Ich meine, hier war dann auch noch irgendwas. Genau, da ging es dann, glaube ich, in... Ja, ihr werdet das dann schon sehen. Das spielt dann halt später auch noch eine Rolle. Da gehen wir auch kurz noch rein. Aber zu Königin Himiko gehen wir erst im nächsten Part. Noch die Bullenhorn. Ja. Was ist da hier? Wow, guck dir all diese Schätze an. Wäre es falsch von mir, etwas davon einzustecken? Ja, eigentlich schon. Aber naja. Oh, erhalten nördliches Land. Schriftrolle enthält nützliche Informationen. Ja, das lese ich auch im nächsten Part. Ne? Aber, naja. So. Hab ich natürlich nicht vergessen. Würde ich zwar auch machen, aber war nichts hinter. Naja. Okay. Ja, jedenfalls wie gesagt, im nächsten Part gehen wir dann halt rein zu Königin Himiko. Ne? Schauen wir mal, was die so für ein Problem hat. Ne. Ja, Leute. Würde ich sagen, dann soll es das schon wieder gewesen sein für heute. Ne, bedanke ich mich wieder vielmals fürs Zuschauen. Über Daumen und Kommentare würde ich mich natürlich sehr freuen. Würde mich auch freuen, wenn ihr auch das nächste Mal wieder einschaltet. Also, bis zum nächsten Mal. Ciao. Hallo Leute und willkommen auf meiner Endcard. Im oberen Bereich kommt ihr jeweils zum vorherigen Part, zu meiner Playlist und zum nächsten Part. In den unteren linken Bereich kommt ihr jeweils zu Twitter und Facebook. Falls ihr Lust habt, könnt ihr immer vorbeischauen. Des Weiteren ist da mein Sendeplan, obwohl der Uploadplan steht, naja... Da könnt ihr jedenfalls sehen, wann eure Lieblingsfolgen, zu welcher Uhrzeit und an welchen Tagen läuft in den zwei Wochen. Ganz unten rechts kommt ihr zu meiner Let's Play-Übersicht. Dort findet ihr alle Projekte, die ich momentan geplant habe und die definitiv irgendwann laufen werden. Ja, das soll es auch schon sein mit meinem Gequatsche. Freut mich, dass ihr dieses Video geschaut habt und hoffe, ihr habt weiterhin Lust an diesem Projekt. Also, bis zum nächsten Mal. Ciao.